Wie können Bezugspersonen Jugendlichen mit problematischem Cannabiskonsum helfen? Ein konkreter Tipp an Eltern wäre, bleiben Sie mit Ihren Kindern im Gespräch. Beobachten Sie, seien Sie interessiert, bleiben Sie offen, kommen Sie nicht gleich mit dem erhobenen Zeigefinger, das schreckt oft ab. Sie müssen Sorge dafür tragen, dass Sie das Vertrauen des Jugendlichen haben, dass er nicht Angst davor hat, dass Sie ihn bestrafen, sondern dass Sie ihm auch wirklich helfen wollen. Und Sie können ihm helfen, indem Sie ins Gespräch kommen, indem Sie sich für ihn interessieren. Wenn Sie wirklich Sorge haben, dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, wenden Sie sich tatsächlich an eine Suchtberatungsstelle. Die sind nicht nur da, wenn man massive Probleme entwickelt, sondern genau für solche Fälle. Gehen Sie hin, holen Sie sich einen Tipp ab, verschaffen Sie sich Verhaltenssicherheit.